Es sind die Bilder, die wohl bei jedem von uns präsent sind. Flüchtlinge, die ihr Leben riskieren, um sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Weg vom Krieg, weg von der Gefahr, umzukommen. Bei uns hier im Bodenseekreis haben bis Ende letzten Jahres rund 3.200 Asylsuchende vorerst eine neue Heimat gefunden. Unterstützung bei der Eingliederung bekommen sie dann von Integrationsmanagern. Einige Städte und Gemeinden haben die vom Land geförderte Stelle selbst mit Fachkräften besetzt. Bei anderen Kommunen wiederum übernehmen die Johanniter diese anspruchsvolle Aufgabe im Auftrag des Landkreises. Anna Göser ist wie nahezu jeden Tag unterwegs zu Flüchtlingen. Sie ist seit Januar Integrationsmanagerin für den Gemeindeverwaltungsverband Ihreskirch, Kressbronn und Langenargen. Also genau, ich komme ins Spiel, sobald die Leute aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen. Und das ist der Fall, wenn sie eine Anerkennung bekommen haben, also fertig mit dem Asylverfahren sind und dann einen Platz in einer Anschlussunterbringung bekommen haben oder in einem privaten Mietverhältnis sind. Oder wenn die Leute schon seit 2 Jahren in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen, können sie auch dort ausziehen. Anna Gösers Hausbesuch führt sie zu Fadi Al-Halak. Der 43-Jährige ist vor 2,5 Jahren aus Syrien geflüchtet. Er wohnt mit seiner Frau und 2 Kindern in einer Anschlussunterkunft in Kressbronn. 2 Zimmer, Küche, Bad. Ich finde mich sehr glücklich in Deutschland. Ich habe viele Leute als deutsche Leute als Freunde und sie sind sehr helfbar und sehr freundliche Leute. Fadi Al-Halak durchläuft das Prozedere, was alle Flüchtlinge erwartet. Auf die Familie abgestimmt wird ein Integrationsplan aufgestellt. Darin werden unter anderem die persönlichen Daten, Sprachkompetenzen und Berufsausbildung erfasst. Daraus abgeleitet formuliert Anna Göser eine Zielvereinbarung. In der Zielvereinbarung wäre zum Beispiel jetzt bei Fadi, dass er Nachhilfe bekommt bei seiner Ausbildung nebenher, dass er da Unterstützung bekommt. Dann wird man als Ziel formulieren, Fadi bekommt oder nimmt Nachhilfe. Ortswechsel. Integrationsmanager Michael Endler empfängt in Meckenbeuren Flüchtlinge zur offenen Sprechstunde. Sobald der Integrationsplan steht, müssen die Asylsuchenden selbst aktiv werden. Meist entstehen mit der Zeit nochmals Fragen. Also das meiste ist eigentlich Erklären von Briefen, von Ämtern oder dabei zu helfen, dass jemand einen Integrationskurs bekommt oder manchmal auch, dass Leute noch in die Schule gehen müssen, dass man sie dort anmelden muss. Also es geht um Anmeldungen, ja, und Erklären von Sachen. Letztlich hängt eine erfolgreiche Integration von verschiedenen Faktoren ab. Ich bin die Berufsschule in Friedrichshafen, das läuft für 1. Fadi Al-Halak will sich integrieren. Er macht eine Ausbildung zum Altenpfleger und verhilft damit seiner Familie zu einem Neustart. Und nebenbei leistet er mit seiner Berufswahl genau dort einen wertvollen Beitrag, wo seine Arbeitskraft mitunter am dringendsten benötigt wird. Die da kannst du vergessen.